So, Freunde, was geht? Battlefield 1. Heute geht es um eine Waffe, die sehr, sehr heftig gespielt wurde. Doch dann kam ein Patch und seitdem wird die Waffe immer weniger gespielt. Wenn man sich mal die Statistiken hier so anguckt, die Spielerzahlen gehen erst ganz steil nach oben. Dann kam der Tag, wo der Patch rauskam und dann sind die Spielerzahlen direkt abgesunken und die Waffe wird immer weniger gespielt. Es geht um die Martini Henry. Das ist aber im Gesamten eins der besten Scharfschützengewehre im kompletten Spiel. Denn sie hat einen abnormal großen und auch einen sehr früh eintretenden Sweet Spot. Der liegt nämlich zwischen 30 und 80 Meter. Darunter kann man sich so erstmal immer nicht wirklich viel was vorstellen. Deswegen zeige ich euch einfach mal, was 30 Meter sind in Battlefield 1 und was 80 Meter sind in Battlefield 1. Und das ist ein verdammt, verdammt großer Bereich, wo man mit dieser Waffe auf den Oberkörper one-shottet. Das konnte man vor dem Patch und jetzt nach dem Patch immer noch. Also an den Sweet-Spot-Schadenswerten hat sich absolut nichts geändert. Trotzdem beschweren sich sau viele Leute, dass das Ding jetzt so schwach ist und nicht mehr benutzbar ist. Und das liegt einzig und allein daran, dass ein Bug gefixt wurde. Vor dem Patch gab es einen Bug. Die Martini Henry hat nämlich nicht nur auf dem Oberkörper einen One-Shot gemacht, sondern auch auf den Armen. Und das ist ein riesig großer Bereich. Jetzt möchte der ein oder andere sagen, ja, die Arme sind doch an der Seite. Was macht es denn aus? Nein, die Arme sind nämlich nicht an der Seite. Und das ist einer der größten Sniper-Fehler, den viele, viele Leute machen. Denn viele Leute denken, dass wenn sie mittig auf den Gegner schießen, dass sie dann den Oberkörper treffen und dadurch einen One-Shot bekommen müssen. Jetzt möchte man sagen, hey, aber mittig auf den Gegner sollte doch der Oberkörper sein. Und nein, wie gesagt, die Arme sind nicht an der Seite. Die Arme liegen in der Mitte vor dem Oberkörper. Der Oberkörper, der im Spiel als Oberkörper gilt, sind diese beiden Stellen. An den anderen Stellen liegen die Arme davor, je nachdem, wie der Gegner, ob der Gegner jetzt gerade unscoped oder nicht unscoped, dann verändert sich die Position da auch nochmal. Ja, und das ist das Sweet-Spot-Problem, was viele Leute bei der Martini Henry haben, aber auch bei anderen Scharfschützengewehren haben. Bei der Martini ist es halt so, dass man da keinen Scope drauf hat und dementsprechend auch nicht wirklich sehen kann, zumindest, wo man gerade hinschießt. Deswegen schießen die meisten Leute mittig auf den Gegner. Und genau das ist der Fehler. Man muss von der Mitte aus immer ein Stückchen nach oben rechts gehen oder ein Stückchen nach unten links gehen. Oder halt auf den Kopf schießen. Das sind die drei One-Shot-Möglichkeiten, die drei One-Shot-Punkte, die man grob gesagt hat. Und das Lustige an der Sache ist halt, dass die Stellen im Oberkörper kleiner sind als der Kopf. Dementsprechend ist es eigentlich am einfachsten, den Kopf von dem Gegner zu treffen, anstatt versuchen, in die Mitte zu holzen. Vor allem, wenn er sich bewegt, dann, ja, ist das halt dann auch nicht mehr so einfach. Aber Freunde, die Waffe ist immer noch verdammt gut. Die ist jetzt nicht schlecht gepatcht worden oder so. Es wurde jeglichen Bug behoben, der dazu geführt hat, dass man auch auf den Armen einen One-Shot macht. Und das ist halt ein enorm großer Bereich, den man so gesehen kaum verfehlen kann. Deswegen kamen die so gut durch. Das ist wie wenn man jetzt beispielsweise bei der MP18, wenn man da ins Knie schießt, dass die da instant einen One-Shot macht. Und sie deswegen alle spielen, weil man mit der MP18 ins Knie einen One-Shot macht. Und das dann behoben wird und alle Leute sich aufregen, hey, die Waffe ist jetzt voll scheiße und die muss unbedingt wieder stärker gemacht haben. Nur weil diese Leute mit der MP18 aus Versehen immer mal ein Knie getroffen haben und deswegen das so durchkam, als ob die Waffe mega stark wäre. Das ist das gleiche in Grün wie mit der Martini Henry. Die Leute haben eigentlich nicht richtig getroffen, aber trotzdem einen One-Shot bekommen und das wurde jetzt behoben. Jetzt ist es so wie bei allen anderen Scharfschützengewehren und jetzt ist es endlich wieder ausgeglichen. Und naja, ich fand es einfach sehr schade, dass diese Waffe jetzt ohne Grund einfach immer weniger gespielt wird. Denn das Teil ist immer noch ganz oben mit dabei bei den Scharfschützengewehren. Man hat zwar kein Visier, aber diese Stats, dieser Sound, dieses Nachladen, all das ist ganz oben. Das hört sich geil an, das sieht geil aus und der Sweet-Spot-Bereich ist halt einfach der beste von allen Scharfschützengewehren. Weil dieser Bereich zwischen 30 und 80 Meter, das ist der Bereich, wo ihr die meisten Gegner antrefft. Solange ihr jetzt nicht absolut defensiv, sage ich mal, unterwegs seid. Deswegen finde ich es sehr schade, weil die Waffe enorm Spaß macht zu spielen. Und nur weil jetzt da ein Bug weg ist, den alle ausgenutzt haben, spielt man die jetzt nicht mehr. Finde ich sehr schade, weil die, wie gesagt, immer noch ultra geil ist und mit die beste ist. Freunde, das wollte ich euch einfach mitteilen, denn die Waffe ist halt nicht unbrauchbar geworden, sondern ist jetzt ganz normal, wie alle anderen Scharfschützengewehre. Und nehmt das Teil doch einfach mal wieder mit. Ich sag euch, die Waffe bockt mega rein und wie gesagt, ist auch ganz oben mit dabei, mit die beste bei den Scharfschützengewehren. Ich hoffe, euch hat das Video zur Martini Henry gefallen. Falls ja, freue ich mich selber einen Daumen nach oben. Ein Like! Vielen Dank für euren heftigen Support. Dickes Danke geht raus an
euch. Wenn ihr auch keine weiteren Battlefield-Videos verpassen möchtet, freue ich mich auch sehr über ein Abo. Jeder ist herzlich willkommen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.